Welcome to the Electronic Video Agent installation. Welcome to the Electronic Video Agent installation. Left, right, center. Sound hardware initialized. This program will upgrade Command & Conquer to high definition video, audio, and graphics. Upgrading. Please stand by. For last minute changes and notes, please examine the README file. Upgrade complete. Welcome back, Commander. Conker. War das nicht? Oh, das war ja awesome. Das war ja mal richtig awesome. Machen wir hier kurz, ne? Jetzt ist das wieder hier zu laut. Alter, wie cool gemacht das einfach ist. So sah damals die Installation aus. Also, damals vor ein paar Jährchen her. Wo man noch schön die CD reingelegt hat und dann das als Bildschirm quasi hatte und zugeguckt hat, wie sich es installiert hatte. Echt eine coole Sache, dass sie da das alte Zeug auspacken. Es schöner machen und zeigen, wie es angeblich hier gerade abgegradet ist. Also ich habe eigentlich gerade nur das Spiel gestartet. Echt schöne Sache. Und ja, willkommen zu Command & Conquer. Das ist ja mal, oh, heute frisch erschienen. Heute ist der 5.6.2020. Es ist 19.31 Uhr, also ich bin eine halbe Stunde zu spät, was daran lag, dass es einfach ewig gedauert hat zu installieren. Ich habe es mir früher gekauft, man konnte es dann früher runterladen. 18 GB, stolze 18 GB. Aber gut, ich denke mal, die Videos teilweise werden wahrscheinlich so dementsprechend halt das hochpushen, denke ich mal. Und ja, für all diejenigen, die es nicht kennen, schämt euch. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeiten, einen richtig schönen Klassiker mal kennenzulernen. Mit dem bin ich groß geworden damals. Und ich glaube, es war sogar eins meiner ersten Strategiespiele. So mit Warcraft 1. Ja, so davor, danach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was wann released wurde. Der ein oder andere wird es mit Sicherheit in den Kommentaren posten, so wie ich euch da draußen kenne. Und ja, was gibt es noch großartig zu sagen? Ich würde sagen, ich schaue mal ganz kurz rein, was es hier so Schönes gibt. Ich weiß, ach guck mal, hier ist sogar ein Mod-Ordner, nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Obszönitätenfilter, aha. Okay, wahrscheinlich gut im Multiplayer dann. So, hier haben wir nämlich dann klassisch und modern. Okay, Angriffsbefehl. Okay, oh, okay. Das, ja, bitte rechts. Das ist, oder?
Doch, es ist immer rechts gewesen, ja. Ressourcenkapazität, Auswahl immer. Mache ich jetzt auch mal immer rein. Also im Endeffekt machen wir komplett alles modern. Grafik passt alles wunderbar. Ich mache das einfach mit euch mit, weil ihr dann auch einfach seht, was es so geht. Wie es aussieht, voice-technisch sind wir auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob wir das umschalten können. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ach, guck mal, hier Musik ist Bonus. Aha, eine Mischung aus Remastered und Bonus-Tracks wiedergeben, enthält neue aufgenommene Tracks von Frank Klepacki und den Tiberian Suns sowie versteckten Tracks, die nicht im Originalspiel enthalten sind. Coole Sache. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen YouTube-Probleme kriegen, wenn da die eine oder andere Musik kommt. Deswegen verzeiht mir, wenn ich das Ganze ein bisschen leiser mache dann. Generell müssen wir gucken. Ich kann zwar noch ein bisschen was im Renderprogramm einstellen, aber passt. Gut, immerhin haben wir die Untertitel für all diejenigen, die dem Englischen nicht allzu mächtig sind. Und ich kenne bei weitem auch nicht alle Wörter. So, passt. Können wir lassen. Und ja, was gibt's hier zu sehen eigentlich? Also letztendlich, klassisches Let's Play, wie man es kennt von mir. Ich schau mal, wie es läuft. Ich meine, wir haben ja einiges jetzt auf dem Kanal geändert. Momentan läuft nur noch Warcraft 3. Witzigerweise, also es läuft jetzt nur noch Remastered. Das Schöne ist, jetzt können wir mal so einen richtigen Vergleich machen. Und ich prophezei jetzt schon aus, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, und das von meinen Munden, ich bin eigentlich nicht so der riesen Electronic Arts Fan, muss ich sagen. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, und das war echt nicht viel, ihr habt es ja selber gesehen, aber das sah schon besser aus wie alles andere in Warcraft, was Remastered angeht. Also schon mal eine coole Sache und ich glaube, wir werden hier gleich ein schönes Spielchen sehen, das zeigt, wie man sowas eigentlich macht. Und ich würde sagen, ich gehe mal auf neues Spiel starten. Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in 4 Wochen, das den Terroristen von Nord angelastet wird. Seit Beginn dieser Welle von Nord-Attentaten in Slowenien jagen die Abgesandten von einer Krisensituation. At least your mother tipped well. Harsh, unforgiving wilderness. Die neuen Tiberium-Schürftechniken der Bruderschaft von Nord. Die Tiberium-Vorräte der Bruderschaft von Nord belaufen sich jetzt fast auf die Hälfte aller weltweit bekannten Vorkommen. Dadurch gewinnt diese fanatische Terroristengruppe einen gewaltigen Einfluss an der Londoner Goldbörse. Und jetzt weiter mit Lokalnachrichten von... ging beim zweiten Weltgipfel zu den wirtschaftlichen Konsequenzen von Tiberium in Hongkong allen Reportern aus dem Weg. Man erwartet, dass Möbius hier Angriffe von wissenschaftlicher Seite zurück... Während die GDI-Truppen zu einem weiteren Angriff auf Nordstellungen ausrücken, hält die freie Welt den Atem an. Das war Greg Badett, DNN, irgendwo im Mittelmeer. Empfangen Sie mich. Deaktivieren Sie Ihre Verteidigungsmatrix. Okay, wir haben wohl doch Deutsch, wie es aussieht. Alles klar, wusste ich nicht. So, wir haben hier natürlich die schöne, wunderbare Auswahl. Zwanglos normal oder schwierig. Ich würde es mal auf normal lassen und hoffen, dass wir das hinkriegen. Und es ist ganz klar. Hallo. Kane lebt. Not wurde ausgewählt. Natürlich. Bitte warten. Was für eine Frage hier, ey. So. Du bist also der Neue in der Bruderschaft. Na gut. Ich bin Seth. Einfach Seth. Von Gott über Kane zu Seth. Ich bin seine rechte Hand. Und ich habe einen Job für dich. Das ist hier Nakumba. Früher einer unserer leitenden Androiden. Doch er ist übergelaufen und verrät unsere Geheimnisse an die GDI. Schalt ihn aus.
Ah, ich hab gemerkt, also, es ist natürlich die alte Grafik, die einfach aufgehübscht wurde, also es ist nicht neu gedreht worden, was klar ist. Oh, hab ich hier noch... Ups. Verstärkungen sind eingetroffen. Ich glaube, ich habe hier noch was Falsches eingestellt. Warte mal, hä? Bin ich doof? Das sieht doch nicht so aus. Das, jawohl, ist, das ist jetzt die alte Grafik. Sind eingetroffen. Verbessern Sie Ihre taktische Oberfläche auf HD Standard Leertaste. Oh! Ja, Blizzard, könnt ihr das auch? Nee, da muss man das Spiel beenden. Da muss man die Map verlassen. Ne? Alter. Ist das geil oder ist das geil? Breche auf. Das hat auch wieder, jawohl, richtig schöne Idee gemacht, dass man den Spieler erstmal verwirrt und reinschickt mit Scheißgrafik auf gut Deutsch. Und dann so die Information bringt, hey, drück doch mal die Leertaste. Sofort, Sir. Richtig schön, gefällt mir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Breche auf. In Ordnung. Ist natürlich alles noch ein bisschen laut. Ich guck mal. Breche auf. Jawohl, Sir. Ah, es ist, obwohl es gerade hieß, hier Android, jawohl, und sowas, Sir, ne? Es sind Menschen. Oder Androiden mit rotem Maschinenöl. Breche auf. Kann man natürlich auch sagen, ne? Breche auf. So, ist ein relativ einfach. Ah, das kann ich ein bisschen am Scrolling was ändern? Das ist ein bisschen aggressiv. Guck mal, hier ist Spielgeschwindigkeit. Der Kartenansicht. Ja, mal so halbieren. Hey, schon echt heftig. Ja, schon besser. Breche auf. Das hatten generell Spiele früher immer das Problem, weil die CPU einfach zu fix ist. In Ordnung. In Ordnung. Wo ist die erste Mission? Das geht relativ zügig. Jawohl, Sir. Gehen wir einfach mal durch. Wir gucken das halt einfach gemeinsam mal an. Breche auf. Jawohl, Sir. Ich habe auch echt überlegt, ob ich den Stream anschmeißen soll, anstatt es aufzunehmen. Aber ich war mir so unsicher. Breche auf. Oh, was haben wir hier oben Breche noch? Auf. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Das vom Menü her, ne? Hier wird kaum was verwendet. Das ist echt krass. Hier oben halt, klar. Das kann man aus- und einschalten. Finde ich cool, in dass Ordnung. Man das machen kann. Breche auf. Bestätigt. So kriegt man einfach noch die Breche Möglichkeit, auf. Viel mehr bestätigt. Ins Spiel reinzukriegen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Und was ich natürlich auch herrlich finde, es sind die Original-Sounds. Sofort, Sir. Und das fand in ich halt Ordnung. Wichtig. Das ist sofort, eins Sir. Der größten Kritikpunkte. Breche also, das müsst ihr jetzt ein bisschen ertragen, Breche dass ich ständig jetzt sofort, Vergleiche Sir. Ziehe. Schon dabei. Aber das war eins meiner größten Kritikpunkte überhaupt, dass alles schon dabei. In Warcraft 3 neu synchronisiert wurde. Sofort, Sir. Klar, für diejenigen, die WoW kannten, die haben dann ihre tollen WoW-Stimmen bekommen. Schon dabei. Aber für mich als... Klar, ich war auch WoW-Spieler, aber mir war das nicht wichtig. Mir war wichtig, dass ich meine alten Stimmen hatte. Hier, das sind die alten Stimmen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Zu 100%. Guck mal, so sah das früher aus. So sah das früher aus. Ohne Ladezeit nichts. Es funktioniert einfach. Sau coole Sache. In Ordnung. Oh, da kommt was Größeres. Breche na, auf. Geht hier Micro? Das kann ich ja damals noch gar nicht. Bestätigt. Jawohl, in Ordnung. Bestätigt. Ah ja, ohne Probleme. Breche auf. Geht hier Micro? Breche auf. Jawohl, Breche auf. Gehen wir mal mit denen hier her kurz. Ja, macht sie jawohl, platt. Sir. Schon dabei. Jawohl, einfach Sir. Platt machen. Ist auch in interessant, dass hier. Das ist auch neu, jawohl, dass die quasi nur verletzte jawohl, Einheiten Sir. Anzeigen. Jawohl, Sir. Breche auf. Was Leben angeht. Jawohl, Sir. Ist der hier in den Hütten? Ich weiß gar nicht. Schon zu lange her. Schon dabei, in Ordnung. Ich glaube nicht, dass er da hinten ist, aber. Mach mal kaputt hier. Steht da was? Der hat echt einen Namen. Der hat einen Namen. Jawohl, sind das. Nicht, schon dass ich hier gerade die Entwickler erschieße. Sofort, Sir. Hatten die schon immer Namen? Weiß ich nicht mehr. Der Bill. Geil. Sofort, Sir. Geht klar, Sir. Wir sehen halt die Not, ne? Da ist er, oder? Das ist er. Nikomba, da ist er. Den haben wir gesucht. Bevor ich aber gucke, ich geh mal hier noch lang. Hier ist nichts mehr außer diese Strohhütte. Jawohl, Sir. Der ist da drin, der Erik. Also hier müsste jetzt eigentlich ein Pater, die Shelly und schon wieder ein Dwight. So, das war's schon. Wir gucken auf die Uhr. 15 Minuten. Krass. Sofort, so schnell geht die Zeit rum. Kaum was gemacht hier. In Ordnung. Kurze Mission gewesen. Zack. Einsatzziel erreicht. Ei, Nikomba ist niedergegangen. Errungenschaft freigeschaltet. Steam-Errungenschaften gab's damals natürlich auch nicht. Schöne Sache. Führung 100%. Effizient 100%. Gesamtpunkte 200%. Neutral. Haben wir 13 Stück gekillt. Aus Versehen natürlich. Ne, war ja keine Absicht. Bonusgalerie freigeschalten. Zum Schweigen bringen. Alles klar. Geld bei Ende. Haben wir 0 gehabt. Verluste gibt es nur 23 auf der GDI-Seite. Höchstpunktzahl. Darf ich? Ja, ich darf.
Ja, natürlich gebe ich da meinen Namen ein. Ist ja klar. Na, reiß noch. Ich habe gar nicht gezockt, sondern kommentiere nur. Oh, schick. Der Globus sieht schick aus. Ja. Kann ich hier auch mit Leertaste? Nein, nachher. Breche ich hier noch ab. So, alles Afrika hier. Für nächsten Einsatz. Ja, 2 Stück haben Materium für Angriff auswählen. Alles klar. Oh, haben wir keine Ahnung. Kann ich klicken? Ah doch, hier kommt was. Ägypten haben wir hier. Um was geht's? Militärische Stärke ist beachtlich. 82% Widerstand. Achso, ich kann gar nicht wechseln. Okay, dann haben wir es total ausgewählt. Was soll's? Alles klar, machen wir. Hallo, Seth. Seht. Schon wieder zurück? Na gut, versuchen wir mal was Wichtiges. Also, seit allzu vielen Jahren schon halten GDI-Truppen Ägypten in ihrem Würgegriff. Es ist unsere Pflicht, dieses Volk zu befreien, das sich nach einem besseren Leben sehnt. Kane will hier ein Bollwerk errichten gegen die ekelhafte Präsenz der GDI. Es ist aber zu riskant für unsere schweren Truppen, daher wirst du mit ein paar entbehrlichen Einheiten dort eine vorgeschobene Angriffsbasis errichten. Ah, ach ja, dort liegt übrigens genug Tiberium rum, das du ernten kannst. Das sollte deine Unkosten decken. Natürlich, wenn man dich entdeckt, hast du versagt. Und wer versagt, der stirbt. Dankeschön. Machen wir. Oh, das ist auch alt. Würde ich meinen. Okay, also auch hier ist so ein bisschen... Jawohl, breche auf. Sag ich mal, fehlt noch was. Bestätigt, breche auf. Ich gehe jetzt erstmal scouten mit denen hier. Breche auf, in Ordnung. Da ist Tiberium, alles klar. Jawohl, schon dabei. Jawohl, sofort, Sir. Bestätigt, in Ordnung. Oh, da kommen schon welche. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Da drauf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, darf ich noch nicht? Klicken Sie auf MBF, um es einzusetzen. Ja, würde ich ja gerne. Warum darf ich hier nicht? Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Ja, hab verstanden. Ah, hier darf ich. Bestätigt. Na komm. Neue Bauoptionen. Oh, hab ich's vermisst. Jawohl, Sir. Ich hab's so vermisst, diese Art zu bauen. Kein Arbeiter, kein nichts. Einfach hier, zack, drauf. Neue Bauoptionen. Jawohl, Sir. Bestätigt. In Ordnung. So, wir sind natürlich noch im Teil 1, ne? Da gibt's noch kein... Also, da haben wir auch noch diese Eva als Stimme, sag ich jetzt mal. Bestätigt. Ich glaube, das Spiel ist immer noch sehr laut. Aber ich regel's dann im Renderprogramm mal runter. Gucken wir mal. Konstruktion fertig. So, ihr seid natürlich da alle so beschissen im Weg. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ein Blatt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Boah, lol, ey. Jawohl, Sir. Jawohl, schon dabei. Jawohl, Sir. Ich glaube, da krieg ich's nicht hin, ne? Ne, da müssen wir's hier hinpacken. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, jetzt. Neue Bauoptionen. Die Hand von Nott natürlich. Jawohl, Sir. Breche auf. So, damals war es schwer. Mal gucken, ob ich mich heute besser schlage. Wie damals. Neue Bauoptionen. So, wir haben ein paar Schützen. Gebaut. Kann man hier? Kann man hier? Konstruktion fertig. Nein, das geht nicht. Wird Was gebaut. Ist das hier? Superwaffenmenü und Fahrzeugmenü. Fertig. Alles klar. Wird gebaut. Wir haben nicht allzu viele Ressourcen. 2000 kostet, okay. Wird gebaut. Energie haben wir 75. Konstruktion fertig. Alles klar. Jawohl, Sir. Ja, ja, kommt doch gleich. Jawohl, Sir. Kommt doch gleich. So. Ohne Radar. Alles noch ein bisschen schwer, sag ich mal. So, wir gehen mal mit unseren Truppen ein bisschen vor. Was haben die denn gekostet? Ich habe gerade mal 5 Stück. Ah ja, gut. 500 hat das für mich gekostet. Ist okay. In Ordnung. Das haben wir. In Ordnung. In Ordnung. Erstmal scouten. Schon dabei. Was auch interessant ist, schon dabei. Hier funktioniert der Klick des Nebels noch ein bisschen anders. Breche auf. Sprich, die Karte bleibt aufgedeckt, was man sieht. Breche auf. Es wird nicht noch so gräulich, schon dabei. Wie man es aus anderen Spielen kennt. Sofort, Sir. Sprich, das Scouten Breche hier auf. Ist natürlich noch viel, Breche viel auf. Wichtiger. Breche auf. Ich glaube, hier ging es lang. Schon dabei. Ja, doch. Sofort, Sir. Schon dabei. Breche auf. Na, uns fehlen so ein bisschen Jawohl, die Bazooka-Männchen. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Konstruktion fertig. Okay. Zack. Jawohl, Sir. Breche auf. Mal dahin. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Von hinten kommt der Sack. Konstruktion fertig. In Ordnung. So, nichts da. Geht klar, Sir. In Ordnung. Konstruktion vorwärts. Ach, guck mal, das ist hier schon die Basis. Wird gebaut.
Da ist schon die Basis. Jawohl, Sir. Ja, ja. Jawohl, Sir. Du, jawohl, und du. Sir. In Ordnung. Einheit jawohl, verloren. Sir. Los, los, los. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Macht sie platt. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, nice. Sir. Konstruktion fertig. Erste Gebäude, erste Gebäude. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Hopp, 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 hopp. Konstruktion jawohl, fertig. Sir. Konstruktion fertig. Oh, was wir auch machen können. Konstruktion fertig. Wir erobern mal die Silos hier. Sofort, Sir. Schon dabei. Okay, auch. Guck mal, von da kommen sie auch. Sofort, Sir. Schon dabei. In Ordnung. Eigentlich lohnt es sich, die Silos zu erobern. Eigentlich nicht. Egal. Gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Mann, seid ihr langsam. Geldmittel unzureichend. Bestätig. Ohne Scheiß. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Einheit Sir. Verloren. Okay. Schon dabei. Drauf, drauf, drauf. Jawohl, Sir. Fertig. Los, drauf, drauf, drauf. Bestätig. Kein Problem. Oh. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Konstruktion platt. Fertig. Na, wo bleiben sie? Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Hier mit dem schönen Koffer. Einfach so gut gemacht mit dem Koffer. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Ja, ein bisschen Verschwendung, komm, scheiß drauf. Jawohl, Sir. Haut die Gebäude weg. Jawohl, Sir. Dann haben wir es hinter uns. Bam. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Zack. Wurde erobert. Breche auf. Da kommt die Kohle. Jawohl, Sir. In Ordnung. Sofort, Sir. So sahen übrigens die Gebäude früher aus, ne? Eine wunderschöne Grafik. Ah, ganz ehrlich, selbst das gefällt mir. Selbst das gefällt mir. Sofort, Sir. So, früher hat sich hier, glaube ich, Tiberium verteilt. Ah, okay, in gar Ordnung. Nicht. Alles klar. Jawohl, Sir. Bestätigt, klar, Sir. Okay, jawohl, irgendwo leben noch welche? Sofort, Sir. Alles klar, dann schwärmen wir mal aus. Geht klar, Sir. Breche auf. Geht klar, Sir. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Schon dabei. Noch eine zweite Basis? In Ordnung. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier noch... Breche auf. Ah, der Sammler. Jawohl, der Sammler. Sir. Ja. Einsatzziel erreicht. Schön. Schön, schön. Hat die Grafik ist. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dazwischen quatsche. Ich habe irgendwie sonst das Gefühl, ich habe keine Zeit dazu. Also teilweise ist sie hochgerendert. Teilweise nur so mittel. Also das zum Beispiel hier. Bin ich mir nicht sicher. Klar, damals sah es schlecht aus. Aber das ist schon immer sehr verpixelt, finde ich. Also da hat natürlich Blizzard schon ein bisschen bessere Arbeit geleistet, würde ich meinen, was das angeht. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, also wenn der Seth spricht, es ist ein bisschen verschwommen. Also es liegt nicht an der Aufnahme, es ist wirklich so, dass der so im Gesicht... Klar, es ist nicht einfach. Ich meine, es ist ein sehr, sehr altes Video, das man versucht hat mit Computer-KI oder mit generell mit dem Computer einfach hochzurendern. So, natürlich immer noch Doskias. Schön. Die Frage Ägyptens haben wir abgeschlossen. Wunderbar. Noch haben wir 7 Einheiten verloren. Das ist okay. Gib ihm. So, ich kann auch gar nicht speichern, ne? So, wo geht's hin? Wo geht's hin? Ja, ich würde sagen, wir machen da auch gleich mal einen Cut rein. Ich soll noch den Angriff wählen. Gut, wir wählen jetzt noch einen aus. Dann würde ich... denke ich speichern. Nach Sudan geht's, alles klar. Was haben wir da? Respektabel. Widerstand ist nur 72%, also weniger. Gib ihm. Das ist fies, ja. Die können Einheiten überrollen. Das ist echt fies, Panzer. Schätze, Kane wird zufrieden sein, wenn ich ihm von deinen Fortschritten berichte. Das würde ich hoffen. Ein Wort von mir zu Kane bewirkt eine Menge in der Bruderschaft. Hinter diesen Mauern schmachten Freunde und Gefolgsleute der Bruderschaft. Befreie sie um jeden Preis. Erobere das Gefängnis, aber lass es dabei stehen. Das ist merkwürdig. Das hätte man doch auch hochrendern können, oder? Ich meine, das ist ja eine Ingame-Szene. Da hätte man auch einfach das aus der Ingame nochmal neu rausnehmen können. Theoretisch. Aber okay. Alles gut. Meckern auf hohem Niveau. Ich bin bisher sehr zufrieden. Fum. So, nächste Mission. Wir haben natürlich wieder ein Baufahrzeug. Ich würde sagen, ich speichere mal hier an der Stelle mit LP1. Guck mal, Speicherzeitpunkt. Die läuft sogar mit. In welchem Spiel hat man denn sowas? LP1. Und ich würde sagen,
wie es hier weitergeht in Command & Conquer, dem schönen Remastered hier im Tiberion-Konflikt. Wir haben natürlich auch noch Red Alert 1. Haben wir auch noch. Mal gucken. Vielleicht. Ich warte einfach mal auf euer Feedback da draußen, was ihr da denn so davon haltet. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Zeit, streamingtechnisch da mal was aufzubauen. Vielleicht so das eine als LP, das andere im Stream. Keine Ahnung, mal gucken, wie mir danach ist, wie euch danach ist. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann, ja, später würde ich sagen. Ich renne dann nämlich jetzt und gucke, dass ich das heute noch rauskriege. Also, bis gleich.